Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute reden wir über Splittertan. Los geht's! Es gibt eine Sache, die ich zunächst klarstellen möchte. Es gibt eine Menge Bezeichnungen für Splittertan, teilweise zeitgenössisch, teilweise neuartige. Ich werde hier Splittertan als Splittertan bezeichnen, aber ich möchte hier kurz einmal andere Bezeichnungen aufzählen, die auch zumindest ich an einem einen oder anderen Ort gehört habe oder tatsächlich zeitgenössisch sogar sein sollen. Da hätten wir einmal Heeresbuntfarbendruck 31, Buntfarbendruck 31, Heeressplittermuster 31, Heeressplittertarnmuster 31. Das hier wären jetzt die angeblich zeitgenössischen. Ich kann leider nicht genau verifizieren, inwieweit und wie weitreichend die verwendet wurden. Ich kenne da hauptsächlich Buntfarbendruck 31 oder Heeressbuntfarbendruck 31. Neuzeitliche Begriffe wären meistens Splittertarn und Splintertarn im englischen Raum am meisten vermehrt. Das sind die Hauptbegriffe, die man da wissen muss. Darunter finden wir noch meistens Splittertarn. Ich werde hier im fortlaufenden Video meistens Splittertarn sagen. Die Geschichte Splittertarns ist unwiderruflich mit der Zeltbahn 31 verbunden. Die Zeltbahn 31 wurde in ihrer Ursprungsform bei der Reichswehr am 7.3.1927 eingeführt. Wichtig für dieses Video ist jetzt dafür zu wissen, dass sie bis 1930 einfarbig war. Und zwar in einem Grünton. Mehr dazu in unserem Zeltbahn 31 Video. Die Entwicklung von Splittertarn soll 1929 stattgefunden haben und soll dazu geführt haben, dass am 26.06.1930 der Tarnfarbendruck auf die ab sofort benannte Zeltbahn 31 eingeführt werden sollte. Produktion und dann auch erst Ausgabe dauerte bis 31, wofür entweder der Name schon vorsorglich gewählt wurde oder der Name wurde tatsächlich dann erst 1931 nach Ausgabe der Zeltbahn dann offiziell gegeben, genauso wie dem Tarn. Auf jeden Fall wurde die Zeltbahn 31 in der Heeresdienstvorschrift 205/1, Vorschrift für die Zeltausrüstung des Mannes, von 1932 als Zeltbahn 31 bezeichnet. Soviel zur Namensgeschichte und halt frühen Geschichte und Einführung. Wichtiger Punkt hieraus zu nehmen ist, ab 31 findet sich diese Zeltbahn und ab 31 bis 1945 wurde diese Zeltbahn verwendet. Ich finde aber jetzt sollten wir uns mal die Ursprungsform ansehen und welche Farbe sie tatsächlich zu dem Zeitpunkt hatte. Weil kleiner Spoiler, es gab mehr als eine Form von Splittertarn. Laut einem meiner Bücher, das ich hier zu Rate ziehe, gab es keine Vorschrift dafür, wie der Tarndruck bzw. die Tarnfarbe aussehen soll. Wahrscheinlich soll es nach einer Farbkarte 840B2 aus dem Juni 1932 basieren. Nach dieser wären die Farben einmal Grün 28, das wäre RAL6007, Braun 18, das wäre RAL8010 und Erdgelb 17, das wäre RAL8002. Was sich darauf dann zusammensetzt, es ist auf jeden Fall ein Grünton, ein Brauton und ein Erdgelb, also ein Beige-Ton. An anderer Stelle wurde der Beige-Ton bzw. Erdgelb auch als Graubeige bezeichnet bzw. gedämpftes Graubeige. In jedem Falle ein Beige-Ton. Auf diesen wurde dann im Siebdruckverfahren grüne und braune unregelmäßige scharfkantige geometrische Flecken aufgedruckt. Dabei stellten die braunen Flecken meistens die größeren dar, während die grünen Flecken kleiner waren. Darüber kam dann eine in unregelmäßig verteilte Schicht feiner, grüner Linien, die wie Grashalme quasi gedruckt waren, die das Muster zusätzlich verschwimmen lassen sollten. Laut einer meiner Quellen soll diese dunkelgrün gewesen sein. Nur nochmal zu merken, das sind jetzt die spezifischen Charakteristika von Splittertarn, beige Grundfarbe, braune größere Flecken, grüne kleinere Flecken, alle geometrisch angeordnet und darüber zum Verschwimmen lassen die Grashalmschicht ebenfalls in einem Grünton. Bevor wir jetzt zu den anderen Splittertarn-Versionen kommen, reden wir jetzt erstmal, was alles in dieser Splittertarn-Version gefertigt wurde. Wir hätten da einmal natürlich Zeltbahn, Helmbezüge, Schlupfhemden, Uniformstücke wie Blusen, Hosen und Feldmützen, die Winterwendebekleidung und Zelte. Das wäre jetzt erstmal alles, was im klassischen Splittertarnmuster gefertigt wurde. Sowohl
regulär, als auch Sachen, die von Soldaten selbst gefertigt worden sind, wie in dem Fall die Uniformstücke, beziehungsweise die in Feldschneidereien produziert wurden. Wichtig ist, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, die eine Zeltbahn mal in der Hand hatten, sie hat zwei Seiten. Auf der einen ist eine hellere Form, auf der anderen Seite eine dunklere Fassung. Das sind verschiedene Beige-Töne als Grundlage. Und das führt mich dann direkt zur ersten Version, die wir uns heute ansehen werden, denn die erste andere Splittertarn-Version ist die mit brauner Rückseite. Auch bekannt als Splittertarn Braun oder im Englischen Splinter WH Brown Trial. Das erste Mal soll sie 1941 aufgetaucht sein, ausschließlich bei Zeltbahnen. Dabei handelt es sich um Zeltbahnen, wo die eine Seite mit einer modifizierten Fassung des Splittertarnmusters bedruckt ist. Wo tatsächlich die grünen Flecken durch ockergelbe ersetzt wurden und die grashalmförmigen Streifen braun sind. Angeblich sollen auch Schlupfhemden in dem Muster existieren. Ich habe allerdings bis jetzt keine davon entdecken können und kenne auch keine Fotos davon. Hier noch eine Kleinigkeit zum Hinzufügen. Laut Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht, das Buch, was ich schon im Sumpfdamm-Video mehrfach rezitiert habe, gibt es nämlich laut dem Autoren, beziehungsweise hat der Autor tatsächlich einen Knochensack gefunden mit eben besagtem Splittertarn Braun, der zeitgenössisch sein soll. Warum diese Tarnversion eingeführt wurde, kann man heute leider nicht mehr sagen, gibt dazu meines Wissens keine Dokumente. Man vermutet ganz oft, dass es für den Afrika- oder Mittelmeerraumeinsatz gedacht war. Dazu gibt es aber keine großen Indizien. Dahingehend kann man allerdings auch nur mutmaßen. Man kann genauso vermuten, dass es was mit Herstellern zu tun hat. Angeblich soll zum Beispiel in Holland davon geringe Stückzahlen produziert worden sein. Oder bei dem Berliner Hersteller LLG, der Segelmacher. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich immer noch in einer recht geringen Anzahl produziert worden. Also im Vergleich zum restlichen Splittertarn, vom normalen. Deshalb ist es eher so ein kleiner Offshoot. Ist es reenactment-tauglich? Das will ich hier nur kurz erwähnen. Da es ja auch wechselseitig ist. Aber es ist eher so eine Nische, wo man das wissen muss, dass es das gab. Die nächste mysteriöse Farbversion von Splittertarn, die man ausprobiert haben soll, ist umgekehrtes Splittertarn. Also Splittertarn mit anderer Farbfassung. Da hat man tatsächlich die Farben von im Prinzip den braunen und grünen Flecken getauscht, wodurch die großen Flecken nun grün sind und die kleinen Flecken braun. Das ist der zentrale Unterschied zum normalen Splittertarn. Diese Splittertarnform soll man nur auf Winterwendeuniformen gefunden haben. Allerdings ist auch da wieder die Masse relativ klein, weshalb es eher ein Versuchsmodell wahrscheinlich war als alles andere. Die Hintergründe dazu sind auch nicht wirklich geklärt. An die lieben Luftwaffenfans, es tut mir leid, dass ich noch nicht zu Heeresbuntfarbendruck 41 gekommen bin oder Splittertarn B, wie man es auch ganz bekannt kennt. Denn es gibt noch zwei Unterversionen vom normalen Splittertarn, die ich gerne vorher ansprechen möchte. Das wäre zunächst einmal Splittertarn mit Carbonüberdruck. Dabei handelt es sich um Splittertarn, wobei noch eine zusätzliche Schicht an Flecken draufgedruckt wurde mit schwarzer Carbonfarbe. Diese Farbe diente dazu, auch wie bei Leibertarn, gegen Infrarot-Nachtsichtgeräte zu schützen. Diese Form von Flecken soll in zwei verschiedenen Arten gemacht worden sein. Einmal wie bei Leibertarn in ja eher klecksigen Flecken, Bild seht ihr ja hier, und einmal relativ dezent, ähnlich, aber nicht identisch, mit großen Flecken, wie bei Telomimetico. Dieses Splittertarn soll nur bei Zeltbahnen und tatsächlich bei Schürzen verwendet worden sein. Dabei soll das alles nur 45 geschehen sein und es ist immer noch verhältnismäßig selten. Die letzte reguläre Splittertarn-Version, bevor wir zu Luftwaffensplittertarnen kommen, ist Splittertarn Fluffy Edges, beziehungsweise kenne ich es als Splittertarn Fluffy Edges. Ich habe es auch schon mal als Splittertarn C43 bezeichnet gesehen. Dabei handelt es sich um Splittertarn, welches ganz normal farblich ist wie das reguläre Splittertarn. Allerdings sind die Flecken wie bei Sumpftarn mit verschwommenen Rändern. Daraus sollen sowohl Schlupfhemden in normaler Version als auch in der Scharfschützenversion produziert worden sein, als auch Winterwendebekleidung. Laut dem Buch Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht wurde die Tarnung 1943 hauptsächlich produziert oder nur produziert und in relativ großen Nummern tatsächlich, sodass man es häufiger gefunden hat, als jetzt beispielsweise andere Formen bzw. relativ oft finden konnte. Im Buch wird auch vermutet, dass es tatsächlich nur eine Übergangstarnung war bzw. ein Zwischenschritt zu Sumpftarn, was in meinen Augen relativ logisch erscheint, wenn man sich die Tarnung mal an sich ansieht.
Und tatsächlich die Tatsache, dass sie wohl in relativ großen Nummern produziert wurde im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den anderen experimentellen Sachen. Kommen wir jetzt zur Luftwaffenversion. Ich glaube, darauf warten ein paar Leute schon. Der meistgenutzte Name für die Luftwaffen-Splittertarn-Version ist Splittertarn B bzw. Heeresbuntfarbendruck 41. Ich habe aber auch die Bezeichnung Luftwaffensplittermuster 41 schon gelesen, als auch Splitter LW als Bezeichnung. Die Farbgebung dieser Splittertarn-Version blieb gleich zu deren normalen Heeresversion. Allerdings wurde die Musterung verändert, in dem Sinne, dass die Flecken da drauf kleiner gemacht wurden, sind häufiger und viel mehr Ecken warten. Versteht ihr? Um größere Tarnwirkung zu erzielen. Es soll Knochensäcke, Fallschirmjäger-Equipment, Luftwaffen-Felddivisionsjacken und Helmbezüge im sogenannten Splittertarn B, wie ich es jetzt nenne, gegeben haben. Verwendet wurde diese Splittertarn-Version ab 1941 bis Kriegsende für Luftwaffeneinheiten. Dann gäbe es noch eine zweite Splittertarn-B-Version, nämlich die braune Versuchsversion bzw. mit umgekehrter Farbrichtung, das heißt große grüne Flecken, kleine braune Flecken, also ähnlich wie die Heeresversion. Allerdings wurde diese halt auch 1943 erstmal getestet und das nur auf Knochensäcken. Man munkelt, dass es wohl eventuell für den mediterranen und Afrikaraum sein sollte. Nachdem wir jetzt ausgiebig über die normalen Splittertarn-Version geredet haben, oder auch die besonderen, reden wir mal darüber, welche Stoffe dafür benutzt wurden. Für Schlupfhemden als auch Helmbezüge soll zunächst Twill-Leinstoff in Drillig-Webart verwendet worden sein. Nur als kleine Erinnerung, Drillig umfasst sowohl die Umschreibung einer Bekleidungsart bei der Wehrmacht, dem Arbeitsdrillig, als auch einer Webart, wo verschiedene Stoffe verwendet worden sein können, wie Baumwolle oder auch Leinen. Deshalb ist es ein bisschen ätzend, wenn nur Drillig dran steht, weil es nicht zwingt, das referenziert, was man unter Drillig sonst verstehen könnte. Das führt mich zum Punkt, in einem meiner Bücher wurde zum Beispiel einfach nur hingeschrieben, dass Drilligstoff verwendet wurde. Später, kurz vorm Wechsel oder beziehungsweise vor dem Wechsel zu Sumpftarn für die Schlupfhemden, soll auch schon Kunstseide verwendet worden sein. Dazu lässt sich gut das Exemplar bei FJM44 erwähnen, die haben sowohl eins aus Drillig-Leinstoff als auch ein späteres aus Kunstseide. Beide Schlupfhemden sind dieselbe Typus, Typ 1, ohne Kapuze. Ebenso findet sich in Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht ein Schlupfhemd, was vom Autor nicht ganz vom Stoff her bestimmt werden kann. Es wird nur als weicher Stoff beschrieben und dass es halt nicht halt drillig ist. Interessanterweise ist das sogar ein Schlupfhemd mit Kapuze und es soll laut Buch eine Frontfertigung sein. Deshalb ist das so ein bisschen skeptiko und ich referenziere da eher die beiden Exemplare von FJM44. Helmbezüge sollen übrigens auch in manchen Fällen auf der einen Seite gummiert worden sein. Das meistverwendete Stück in Splittertarn war ja die Zeltbahn und diese wurde bekanntlich aus dem sogenannten Makko-Stoff gefertigt. Dazu mehr in unserem Zeltbahn-Video. Luftwaffenfelddivisionsjacken sollen aus sogenannten grünmeliertem Stoff gefertigt worden sein, als auch Drillig-Stoffmaterial. Abschließend noch, für Winterwendesachen soll Baumwolle oder seideähnlicher, wasserabweisender Stoff verwendet worden sein. Das ist jetzt alles, wofür ich auch Stoffangaben finden konnte. Für Knochensäcker zum Beispiel habe ich keinen bis jetzt gefunden. Falls ihr da was habt oder auch noch zusätzliches Material, was verwendet worden sein soll, schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, jetzt kommen wir nochmal über Nicht-Standard-Sachen oder nicht vom Heer ausgegebene Sachen in Splittertarn. Also damit meine ich alles, was die Soldaten selbst beschafft haben oder selbst genäht haben oder abgeändert haben. Da fangen wir einmal bei Feldmützen an. Da gab es ganz klassische, ähnlich dem Stil quasi der Afrikamützen, einfach aus Splittertarn Zeltbahnstoff meistens gefertigt. Dann gäbe es auch noch Feldblusen. Ich kenne da zum Beispiel eine M44-Bluse aus Camouflage Uniforms of the German Wehrmacht, die da ganz schön gezeigt wird. Natürlich gäbe es auch noch andere Blusenmodelle in Splittertarn, wie zum Beispiel M42 oder M43-Blusen, genauso wie Panzerblusen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich im Sumpftarn-Video gesagt hätte, dass die Division Hermann Göring Sumpftarn-Panzerblusen gehabt hätte. Allerdings war das falsch. Ich habe dann im Nachhinein nochmal geguckt und gemerkt, das ist ein Fehler. Es waren tatsächlich Splittertarn-Blusen, die sie ausgegeben bekommen haben sollen. Dann wären da natürlich noch passende Hosen, also Panzerhosen oder normale Feldhosen oder auch einfach nur Überzugshosen, die ganz simpel gefertigt worden sind. Dann diverse Abänderungen. Ich kenne zum Beispiel Fälle von Jacken, die aussehen wie abgeänderte Schlupfhemden, im Sinne von, dass man ihnen einfach Brusttaschen aufgesetzt hat. Oder jetzt abgeänderte Luftwaffenfelddivisionsjacken, die man einfach nur gekürzt hat.
Abschließend hätte ich auch noch einen Fall von einem Offizier, der einen Mantel trägt, wo es Splitterdarn sein könnte. Es könnte auch Telemetico sein, das ist nicht das Beste leider. Das ist das Interessante. Bei diesen irregulären Tarnsachen ist die Vielfalt auch an verschiedenen Schnittformen interessant, da es nicht nur die Standardschnittform wie M43, M42 Blusen gab, sondern auch einfach versimpelte Blusenform oder Jackenform, die verwendet worden sind. Oder auch Abänderungen. Das wäre es dann aber für heute für die meistverwendete deutsche Tarnung im Zweiten Weltkrieg. Falls ihr was hinzuzufügen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt bitte aber dabei sachlich. Ich weiß, dass bei diesem Thema gerne die Gefühle hochgehen. Das wäre es dann aber für heute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Videostream oder bei einem spontanen Community-Quiz oder auf Instagram. Frontalfilmwerke out. Wir sehen uns im nächsten Video.